Mein 8-jähriger Stumblegeist-Trainer hat mich zu einem 1 vs. 1 herausgefordert. Und da der Gewinner einfach mal ganze 20.000 Stumble-Tokens bekommt, habe ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Bedeutet, ich habe den Kleinen so lange geprankt, bis er wirklich komplett ausgerastet ist. Und das Ganze ging so weit, dass er am Ende einfach angefangen hat zu weinen. Aber wie es wirklich dazu gekommen ist, seht ihr in der heutigen Folge Stumblegeist. Deshalb gebt wie immer einen Daumen nach oben, wenn ihr das Format feiert. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß. So, Freunde, wir sind direkt in Stumblegeist angekommen und wir müssen uns beeilen. Wir haben echt nicht viel Zeit, denn ich habe vor etwa 10 Minuten hier nochmal eine E-Mail von unserem 8-jährigen Stumblegeist-Trainer bekommen. Ich schau mal eben, ob ich die euch ganz kurz raussuchen kann. Warte mal, ich werde jetzt angerufen. Ja, mein Discord klingelt nämlich. Nein. Was, Leute? Der Stumblegeist-Trainer versucht mich gerade auf Discord anzurufen. Hä, jetzt schon? Okay, wartet, Raid. Das heißt, wir müssen kurz ein bisschen Planänderung machen. Soll ich einfach in den Call reingehen? Der wollte ja irgendwie ein 1 bis 1 oder so machen. Ey, wisst ihr was? Ich gehe einfach rein, Leute. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Let's go. Hallo? Da bist du ja, Alter. Endlich bist du da. Wir machen ein 1 gegen 1, du kleiner Bot. Ich werde auf jeden Fall gegen dich gewinnen, Alter. Ich bin so viel besser als du. Hey, warte mal kurz. Bro, woher kommst du denn jetzt? Hä, hey, was? Warte mal. 1 vs. 1. Wir beide gegeneinander. Ja, natürlich, Junge. Was lachst du so, Alter? Komm her, ich gewinne auf jeden Fall, du kleiner Bot. Bro, chill mal. Warum nennst du mich Bot? Ey, bleib mal ganz ruhig. Weil du einer bist, Alter. Hallo, hallo, hallo. Chill mal. Chill mal ein bisschen. Hä, warum willst du jetzt 1 gegen 1 machen? Also nochmal, ich habe dein Training gekauft, weil du mich trainieren solltest. Dein Training war aber scheiße. Also warum soll ich jetzt gegen dich ein 1 gegen 1 machen? Sag mir warum. Warum sollte ich das machen? Wie, mein Training war scheiße. Das war richtig, richtig gut. Du bist einfach nur ein Bot. Du weißt nicht, wie Pros spielen. Okay, ich verstehe. Okay, okay, okay. Pass auf, ich mach dir ein Angebot, okay? Ich lass mich auf dieses 1 vs. 1 ein, wenn wir um etwas spielen. Ja, okay, das klingt gut. Und was wollen wir denn spielen? 20.000 Stumble Tokens! 20. Oh, auf jeden Fall, die gewinne ich auf jeden Fall. Du Bot, du hast eh keine Chance. Ja, aber warte mal, stopp. Du weißt schon, wenn ich gewinne, musst du mir die zahlen, ne? Also das ist ja klar. Ja, so weit kommt's nicht. Ich werde eh gewinnen. Ja, natürlich wirst du gewinnen. Okay, Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Er will ein 1 gegen 1 gegen mich machen und ich habe ihm jetzt gesagt, wir spielen um 20.000 Stumble Tokens. Ich meine, so schnell habe ich noch nie Geld verdient. Deswegen würde ich sagen, lassen wir uns darauf einfach mal ein. Ihr wisst alle, der ist kacke. Deswegen pranken wir ihn noch komplett. Ich habe richtig coole Emotes ausgerüstet. Und mit denen werden wir ihn einfach die ganze Zeit wegboxen. Das wird so, so unnormal lustig. Ich würde sagen, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein. Lass deinen Daumen nach oben da, dafür, dass wir ihn jetzt komplett platt machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der allerersten Runde. Okay. Wir sind jetzt hier gleich in der ersten Runde. Bist du bereit? Auf jeden Fall bin ich bereit. Bereit zu gewinnen gegen dich, du Bot. Junge, hör auf, mich Bot zu nennen. Junge. Aber einer. Bruder, was ist das denn? Ey, Junge, warum tue ich mir das an? Okay, pass auf. Ja, du brauchst gar nicht so lachen. Hör mal auf, so fies zu lachen, Bruder. Du hast gar keine Chance. Ich lach, wenn ich will. Haha. Du bist so ein Vollidiot, Junge. Okay, guck mal. Was hast du denn? Hast du etwa Angst vor Blockdash oder was? Weil du weißt, dass du verlieren wirst? Hä? Ich werde nicht verlieren. Komm schon, jawohl. Okay, ich glaube, es wird Zeit für eine kleine Überraschung. Ja! Hey, was soll das, Alter? Komm schon, verschwinde hier. Oh, Mann. Bro. Okay. Wie viele Runden wollen wir überhaupt spielen? Ich hätte gesagt, wir machen insgesamt, keine Ahnung, Best of Three. Also, wer dreimal gewinnt, der hat gewonnen. Deal? Also, wenn ich dreimal gewinne, habe ich gewonnen. Perfekt. Und 20.000 Stumble Tokens. Ja, also, wenn du gewinnen solltest, was nicht der Fall sein wird. Das denkst du? Komm schon. Oh mein Gott, Bro. Okay, okay, chill bisschen. Junge, Kleiner, wo bist du? Hallo? Ich bin unsichtbar, so wie es nur Pros können. Fühlst dich auch ein bisschen cool, nur weil du dein Unsichtbarkeitssymbol einsetzt. Warum soll ich mich cool fühlen, wenn ich denn auch schon cool bin, ne?
Guck mal, ich bin wieder unsichtbar. Ah, okay. Du hast bestimmt auch schon so Erwachsenen-Cola und so getrunken, nehme ich an. Oh, natürlich. Was ist das für eine Frage? Jeden Tag. Ja, ich verstehe schon. Okay, Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Junge, ey, das wird so lustig. Ich würde sagen, wir boxen jetzt einfach raus. Seid ihr bereit? Also, ihr seht, ich habe hier meinen Boxy-Mode schon bereit. Ich würde sagen, wir muten uns jetzt. Und dann wird er jetzt gleich rausgeboxt. Let's go. So, da bin ich wieder. Kleiner, bist du denn jetzt bereit, gegen mich zu verlieren? Oh, ich bin bereit, gegen dich zu gewinnen und 20.000 Stumble-Tokens mitzunehmen, Alter. Ja, natürlich wirst du gewinnen. Natürlich wirst du gewinnen. Hm. Ey, warte mal. Bro? Was los? Warte mal, guck dir das mal an hier. Was ist das denn hier an der Seite? Wo? Hier an der Seite? Da ist doch gar nichts. Ja. Was soll denn da... warte mal, war das ein Trick etwa oder was? Nein, das war doch kein Trick. Ey, was soll das? Mann, was hast du getan, Alter? Ja! Wenn ich dich in die Finger kriege gleich, Alter. Ja, guck dir an, wie ich am Tanzen bin, Junge. Das zählt nicht, die erste Runde zählt nicht. Hä? Warum? Natürlich zählt das, aber warum soll das nicht zählen? Warum soll das nicht zählen, Junge? Du hast verloren. Ich hab gehangen, mein Spiel, Mann. Der kann ich doch nichts für. Klar. Das Spiel hat geleckt, natürlich. Ja, natürlich hat das Spiel geleckt, mach nicht so, Mann. Okay, pass auf. Das war die Aufwärmrunde. Wir gehen rein in der nächste Runde und die wird jetzt richtig zählen. Einverstanden, ne? Ja, okay, finde ich fair. Okay. Leute, ich bin wieder ganz kurz gemutet. Wir lassen den Punkt einfach mal nicht zählen. Weil ich sag euch ehrlich, desto länger wir es rauszögern und desto mehr wie ein Prank, desto mehr wird er am Ende ausrasten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt in die allererste offizielle Runde. Ich guck auch mal ganz kurz, dass ich vorher mal hier noch den Umarmungs-Emote ausrüste. Weil ich glaube, der ist auch extrem ehrenlos. Und jetzt würde ich sagen, geht ihr rein. In die nächste Runde. So, okay, Freunde, nächste Runde startet. Ich habe einen neuen Skin auch drin. Und ich würde sagen, wir muten uns einmal ganz kurz. So, okay, Kleiner. Bist du denn bereit, um jetzt hier die erste offizielle Runde zu verlieren? Warte mal, was heißt denn hier eigentlich die ganze Zeit Kleiner, Alter? Ich bin kein Kleiner. Was soll das, Mann? Okay, dann sagen wir jetzt offiziell, wie alt du bist. 21. Natürlich bist du 21 und ich bin der Weihnachtsmann, weißt du das? Bist du echt? Nein, es war ein Witz, ich merk's doch. Ja, dachtest du gerade wirklich... Fällt auf ein Spiel einfach, Alter. Okay, beruhig dich, ist doch gut, Mann. Okay, bist du schon bereit, gleich in die Lava reinzufallen? Ich schub dich gleich in die Lava rein, Alter, hör auf, Mann. Bruder, du hast doch nicht mal Special-Emotes, oder? Du hast doch nicht mal Special-Emotes. Ich brauch das alles nicht, ich bin einfach gut genug als Pro-Trainer. Achso, aber was ist, wenn ich dich einfach so wegboxe, wie ich zum Beispiel? Hör auf, warte mal. Nee, so machen wir das nicht hier, dieses Spielchen. Hör auf, mich auszulachen, Alter, Mann. Hast du vielleicht Bock, dass wir ein bisschen knuddeln? So auf den? Warte mal, hör auf, Alter. Was soll das, Alter? Ich mach das. Ja, dann probier doch mal. Ach, ist der Beste. Nein. Was soll das? Es hat wieder geleckt. Es macht keinen Spaß mehr, Mann. Ich kann das alles nicht mehr. Mann, ich bin kurz gemutet, Digga. Junge, was macht der? Er ist ja so kacke. Und wie er auch am Ausrasten ist. Er hat gerade gefühlt einfach seine Tastatur kaputt gehauen. Ey, ich will nicht wissen, was gleich passiert, wenn wir ihn wirklich richtig zum Ausrasten bringen. Deswegen lass unbedingt mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die nächste Runde. Okay, here we go. Nächste Runde. Du weißt doch, es steht jetzt offiziell 1-0 für mich, ne? Offiziell? Ja, okay. Steht 1-0, verstanden. Ich drehe das eh noch, Alter. Da mache ich mir eh keine Gedanken, Mann. Ja, natürlich machst du das. Lach nicht so. Also, was hast du für einen coolen Skin? Der sieht ja nicht cool aus. Bist du neidisch? Sei ehrlich, ne? Nein, den will eh keiner spielen, Alter. Nein, natürlich will den keiner spielen, Junge. Warte mal. Wow, das war knapp. Das machst du nicht nochmal, Alter. Sorry, ich bin ausgerutscht. Ich habe aus Versehen die falsche Taste auf meiner Tastatur gedrückt. Das kann passieren, sorry. Ja, kannst du gern machen. So werde ich eh nicht verlieren. Du bist so kacke. Was ist das denn, Mann? Was sagst du, Mann? Das war nicht lustig. Nö, war es auch nicht. Das Spiel hängt die ganze Zeit bei mir. Ich habe einfach nicht den besten PC, deswegen verliere ich hier gerade. Was?
Ja, ja, was natürlich. Was gibt's denn zu lachen? Ich hör dich doch. Ja, ja, natürlich. Leute, ich bin gemutet. Digga, was ist das für ein Scheißspieler? Junge, er fliegt einfach runter. Habt ihr gesehen, wie er runtergefallen ist, Bro? Digga, er ist ja so kacke. Digga, ich kann das alles nicht mehr. Es steht 2-0. Mal gucken, Freunde. Wir können ja an sich mit Absicht jetzt mal verlieren, so auf den. Damit er denkt, er gewinnt das Ganze noch. Damit er am Ende noch mehr ausrastet. Ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Okay, wir sind jetzt hier in der nächsten Runde. Ey, dir ist schon klar, wenn ich jetzt noch einmal gewinne, dann gehören mir die 20.000 Sabeltokens, ne? Ja, aber du willst nicht gewinnen. Da musst du dir keine Hoffnungen machen, Alter. Nein, natürlich wirst du gewinnen. Natürlich wirst du sowas von gewinnen. Ja? Oh, was hast du denn für ein Ich hab mich gerade bisschen... Warte mal, Bro. Warum gehst du die ganze Zeit auf meine Skins? Das hast du mit meinen Skins? Lass doch meine Skins in Ruhe, Junge! Brauche ich nicht. Die sind halt solche Verliererskins. Solche Botskins, die haben nur... Junge, ey, was für Botskins? Ey, pass mal auf. Ich zeig dir gleich jetzt hier, wer Botskins hat hier. Komm mal her, Kollege. Traust dich nicht hier? Natürlich. Komm schon, ich schaff das. Ich schaff das. Ja, Pro-Trainer gewinnt. Let's go. Ich bin der Beste. Die 20.000 Tokens gehen in meine Tasche. Ich bin der Beste. Was habe ich getan? Okay, wartet, Freunde. Ich bin ganz kurz gemutet. Ihr habt es eben gesehen. Ich habe das Ganze nämlich mit Absicht gemacht. Ich dachte mir jetzt, bevor er rausfliegt, disqualifizieren wir uns einfach, damit er so ein bisschen Hoffnung bekommt, dass er das Ganze wirklich gewinnen kann. Aber ich werde ihn jetzt einfach komplett, also wirklich komplett ehrenlos hops nehmen. Ich würde sagen, ganz viel Spaß damit. Okidoki, here we go. Wir sind in der nächsten Runde. Und ja, ich gebe zu, eben, da hast du einfach besser gespielt als ich. Das muss ich dir echt mal gönnen jetzt hier, ja, an der Stelle. Ja, danke schön, danke schön. Dann, wenn man es verdient, bekommt man es auch gesagt. Danke, danke. Naja, ich merke schon. Okay, guck mal. Wir sind ja jetzt hier auf Funny Drop. Und damit du hier auf deine 20.000 Stumble Talks nicht so lange warten musst, lass uns mal beide kurz auf die letzte Etage runtergehen, würde ich sagen. Damit das hier nicht so lange dauert. So, komm. Okay, ich bin schon relativ weit unten. So, ja, ja, dann warte, komm mal runter jetzt hier. Okay, Junge, bist du bereit? Du weißt, wenn ich jetzt noch einmal gewinnen sollte, dann habe ich gewonnen, ne? Das weißt du. Ja, aber das wird eh nicht passieren. Ich bin nämlich der Pro-Trainer. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Wir werden ihn jetzt einfach gleich mit dem Special-Emote rauswerfen. Ich weiß, es ist richtig ehrenlos, aber ich will jetzt sehen, wie er ausrastet. Ich würde sagen, ich unmute mich und dann werfen wir ihn runter. So, okay, ich sehe, Kleiner, du bist gerade gut dabei hier, ne? Ich bin super gut dabei. Komm ja. Schon. Das ich sehe, du. Aus. Ja, ja, du machst es echt super. Ich bekomme 20.000 Coins. Ich bekomme. Warte mal! Das alter Mann, das ist doch so unfair. Du hast mich. Oh, warum sagst du nichts? Das war unfair. Ich wollte doch die 20.000 Coins haben. Warte mal, weinst du gerade? Nein, ich meine nicht. Aber ich wollte die. Ich wollte mir coole Sachen damit holen. Hey, hallo, chill mal, Bro. Ja, Bruder, ey, Digga. Nein, ich wollte das gewinnen, weil ich mir coole Sachen kaufen wollte. Ich hätte noch nie so viel aber getroffen. Warum weinst du denn jetzt deswegen? Ich keine Coins. Oh Mann, Digga. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Ey, der ist jetzt voll traurig, Digga. Ey, ihr habt gesehen, ich hab ihn echt ehrenlos rausgeboxt. Er ist zwar übel frech, aber ey, wenn er jetzt traurig ist, ist es auch nicht geil. Sollen wir ihm einfach noch eine Chance geben, Leute? Und einfach so sagen, okay, wir zocken noch so ein, zwei Runden und geben ihm eine Chance einfach? Ey, Digga, ey, das macht mich jetzt echt ein bisschen traurig. Okay, wartet kurz. Okay, pass auf. Ich habe jetzt kurz nachgedacht. Ja, was ist los? Beruhig dich erstmal. Ja, auslachen oder was? Na, hey, entspann dich jetzt, pass auf. Okay, wir machen das so. Wir gehen jetzt noch eine Runde rein und ich gebe dir noch eine Chance, okay? Pass auf, aktuell... Gibt's eine noch? Wir machen noch eine Runde jetzt, okay? Eine Runde machen wir noch, okay? Und solltest du diese gewinnen, dann bekommst du deine 20.000 Stumble Tokens, okay? Wirklich? Also die letzte Runde entscheidet quasi? Genau. Okay, dann gewinne ich da. Okay, dann würde ich sagen, ganz viel Glück. Okay. Here we go. Wir sind jetzt hier in der nächsten Runde. Ich gebe dir, wie gesagt, noch einmal eine Chance jetzt hier, okay? Oh, muss ich sagen, danke schön, dass du mich jetzt gewinnen lässt, du Noob. komm schon. Ich hole mir jetzt Warte mal. Bist du dumm? Wie? Komm, Digga, Bro, sag mal, Digga, komm, was ist denn jetzt los? Hast du dir gerade extra den Special Emote gekauft jetzt, oder was? Warte mal, komm, verschwinde, Alter. Ich werde gewinnen. Hey, Bro, wie kann man so ehrenlos sein?
nein! Junge, du weinst gerade. Ja, Digga, ey, es ist so schlecht, ne? Es ist so schlecht, ne? Du weinst gerade noch. Ich gebe dir hier extra eine Chance und jetzt willst du mich rausboxen. Ist das der Dank dafür, Digga? Bist du. Oh, komm schon, hol ihn euch. Oh mein Gott, du bist so schlecht, ne? Junge, ich bin wie kann nicht man. Schlecht, so, du bist Bruder, schlecht, du bist verlierst. So ehrenlos, bist du, ne? Ich schwöre dir, du bist so ehrenlos, ne? Du wirst so Karma Aua. Dafür jetzt bekommen, ne? Du, ja, wirst, du wirst Karma bekommen, Junge, dass du so gemein bist die ich ganze geb Zeit, dir, Alter. Ich, nein, Junge, ich gebe dir eine Chance, du weinst. Komm schon, komm schon. Junge! Komm schon. Ich will die 20.000 Tokens. Du wirst gar nichts. Ey, oh mein Gott. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet, ne? Er hat gerade geweint. Ich gebe ihm noch eine letzte Chance, obwohl ich eigentlich schon gewonnen habe. Jetzt hat er sich extra einen Special-Emote aus dem Shop gekauft, um mich jetzt rauszuboxen. Er ist wieder instant frech. Ich sag euch ehrlich, ich werde jetzt hier alles geben, um gegen ihn zu gewinnen. Ich würde sagen, wir muten uns. Let's go. So, aber weißt du was? Die Zeit ist gekommen. Das ist dein Ende, Junge. Ja! Niemals. Nein, ich lebe noch. Du weißt, so gut. Digga, das kann. Bruder, ey, das kann nicht sein. Bruder, warum? Pro-Trainer. Ja, oh nein. Ja, Pro-Trainer. Ey, Leute, ich bin gemütet, Digga, das kann nicht sein. Junge, das kann nicht sein, dass er noch lebt. Wir müssen ihn jetzt aufhalten, das gibt's nicht. Okay, okay, pass auf. Wenn das so ist, Kleiner, weißt du was? Was los? Was los? Du wirst hier gar nichts gewinnen. Nimm das, nein. Junge! Nein, hör auf. Nein. Ja! Ich komm. Ja! Das ist unfair. Ich will eine letzte Runde. Letzte Runde. Ich will noch eine letzte Runde, Mann. Bruder, warte, bist du dumm? Was für noch eine letzte Runde? Digga, du hast. Das hab ich mir verdient. Was für hast du dir verdient? Ich hab dir eine Revanche gegeben. Du wolltest mich rausboxen. Letzte Runde, mir egal, wir machen noch eine. Digga. Letzte Runde. Oh mein Gott. Schwör auf traust alles. Traust du dich nicht? Traust du dich nicht? Schwör. Na, du natürlich. Du traust dich nicht. Digga, oh mein Gott. Bro, hör mir zu jetzt. Bot, du schwör. Bist ein Bot. Schwöre, dass das die letzte Runde ist. Und wer jetzt gewinnt, der gewinnt die 20.000. Schwör. Ich schwöre, aber ich werde eh gewinnen, also alles gut. Ja, ich kann das echt alles nicht mehr. Pass auf, wir machen einen Deal. Wir machen jetzt zum Finale eine Race Map und wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Einverstanden. Okay, das klingt gut. Das gewinne ich. Ja, Digga, oh mein Gott. Freunde, ich bin wieder ganz kurz gemutet, ne? Ey, das ist jetzt wirklich die letzte Runde. Das kann nicht sein, boah. Da will mich doch verarschen oder so. Digga, er ist so fies. Er weint erst und jetzt treut er mich und. Digga, wir werden ihn jetzt komplett platt machen. Ich werde ihn jetzt komplett pranken, ne? Wir machen hier auch ganz kurz wieder den Unsichtbarkeits-Emote rein. Ich hab da ein bisschen was vor damit. Das wird sehr, 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 sehr lustig. Jetzt würde ich sagen, let's go. Ihr seht, es geht rein in die letzte Runde, denn wir spielen jetzt hier Lava Rush. Ich habe auch extra den Unsichtbarkeits-Emote drin, weil ich werde mich einfach heimlich hinten ins Ziel gleich reinschleichen und ihn dann pranken, kurz bevor er ins Ziel läuft. Ich denke, ihr kennt diesen Trick. Deswegen würde ich sagen, ich ermüde mich. Let's go! Okay, Kleiner, bist du bereit zu verlieren? Natürlich, Digga, bleib oh liegen. Oh mein Gott, du bist so ehrenlos, ne? Guck mal, wie er mich rausboxt. Guck mal, wie du mich rausboxt, Junge. Und nochmal. Ey! Bro, du bist so ein Ehrenloser, ne? Das ist unglaublich. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Ich werde jetzt hier alles geben. Wir machen uns schon mal unsichtbar, damit er auch nicht sieht, dass ich mich hier an ihm vorbeischleiche. Er denkt gerade, er wird gewinnen, aber er wird nicht gewinnen. Ich verspreche euch das. Hier, wir haben auch Volleyball-Mode. Das heißt, wir sneaken uns hier ganz entspannt vorbei. Jetzt kommt's drauf an. Digga, oh mein Gott. Hör auf, mich runter zu boxen. Okay, ich bin gemutet. Wir sind unsichtbar, Freunde. Er sieht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Wir schleichen uns hoch. Oh, Leute, ich bin gemutet. Er ist gleich im Ziel, sagt er. Wir müssen jetzt nur einmal hier hoch. Okay, Freunde, ich bin oben. Ich stehe hinter dem Ziel. Ich bin unsichtbar. Er sieht mich nicht. Okay, let's go. Wir müssen nur warten, bis er kommt. Oh mein Gott, es funktioniert. Oh, da ist das Ziel. Ich sehe es schon vor meinen Augen. Komm schon. Oh, ich gewinne tatsächlich. Damit ich nicht gerechnet. Ich flieg die ganze Zeit runter, Mann. Oh, das passiert nur den Losern und ich bin kein... Nein. Komm schon, da ist doch das Ziel. Ey, Mann, ich bin so weit hinten. Ja, da ist das Ziel, komm schon, die Zielgerade, da ist sie, komm mal. Ja! Nein, das kann nicht sein. Ich war als erstes da, du hast gecheatet, auf jeden Fall gecheatet, Alter, das kann nicht sein. Natürlich habe ich gecheatet. Wo warst du denn die ganze Zeit, du hast gecheatet, ich hab's doch gesehen, du bist vorübergeflogen, das geht nicht, ich hab gewonnen. Cheat. Ich bin kurz gemutet, ihr denkt einfach, ich hab gecheatet, weil ich diesen Trick gemacht hab, Digga, oh mein Gott, das ist so schlecht. Okay, wartet. Hat echt Spaß gemacht, ne? Ich hätte jetzt gerne meine... Nein, ich krieg die 20.000 Tokens, bitte, du hast gecheatet.
du kriegst gar nichts. Du kriegst keinen einzigen Cent von mir. Ich will jetzt meine 20.000 Stummel-Tokens von dir haben. Ich meine das ernst. Du, nein, warum? Du hast gecheatet und bist Junge, ich hab nicht gecheatet. Gib mir meine Stummel-Tokens jetzt, Mann. Nee, das sehe ich nicht ein. Du hast nicht richtig gewonnen. Naja, das zählt nicht. Nein. Er ist einfach gegangen, Bro. Das ist nicht sein Ernst. Okay, sag ich ehrlich. Junge, hätte ich mir auch denken können. Achtjähriger, Digga. Woher soll er auch 20.000 Stumbletokens haben, Mann? Aber Freunde, ich glaube, wir haben ihn auf jeden Fall richtig zum Ausrasten gebracht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und checkt noch unbedingt eins dieser beiden Videos hier ab. Die sind auch sehr, sehr, sehr nice. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.